Und euch auch, wenn es jetzt losgeht. Okay. Leute, ich begrüße Sie alle hier recht herzlich hier in München zu unserer Podiumsveranstaltung. Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Und zu dieser Veranstaltung möchte ich gerne hier unser Podium begrüßen. Vorneweg Frau Angelika Barber aus Berlin, ehemalige DDR-Oppositionelle. Zu Ihrer rechten Seite Tim Krause aus Potsdam, herzlich willkommen. Herr Feist, Ihnen auch einen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Weiter begrüße ich als Podiumsteilnehmer, etwas weiter weg, in Moskau, Hans-Jörg Müller. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle heute zu uns gekommen sind, um unserer Podiumsveranstaltung teilzunehmen. Es ist auch eine Freude für mich, dass so viele Gäste heute gekommen sind, bei so einem wichtigen Thema. Ich wünsche Ihnen einen interessanten und auch kurzweiligen Abend. Und ich übergebe an Micha Bösenecker, Verantwortung, die Veranstaltung zu leiten. Ja, Dankeschön. Und eine Sekunde noch. Die Frau Hannelore Thomas kann bitte ein kurzes Grußwort, ganz kurz nur den Verein mal kurz sagen, was der Verein Fortschritt in Freiheit macht. Ich bin die Präsidentin der Gesellschaft für Fortschritt und Freiheit und möchte jetzt nur Sie bitten, einfach auf unsere Webseite zu gucken. Der Verein heißt Gesellschaft für Fortschritt und Freiheit und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Das steht auch alles auf der Webseite und wir würden uns freuen, von Ihnen auch ein Feedback zu bekommen. Dankeschön, Hannelore. So, jetzt fangen wir an mit Ladies First. Die Frau Barbe darf sich kurz mal vorstellen, danach der Herr Feist, danach der Herr Tim Krause und dann der Hans-Jörg Müller aus Moskau. Bitte schön. Mein Name ist Angelika Barbe. Ich komme aus der DDR-Opposition, habe dort mit Freunden, mit Interessierten die SPD in der DDR gegründet. Das war natürlich total verboten, aber wir haben damals im Herbst 89 gedacht, wir müssen was tun, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen und den Leuten, die hier im Osten schon verzweifelt sind, weil es damals eine ganz große Ausreisewelle gab, denen müssen wir eine Möglichkeit bieten, hier zu bleiben und sich politisch zu engagieren. Das war der Hintergrund. Ich war dann für die SPD nach der Wiedervereinigung 4 Jahre im Bundestag und habe mich dort im Innenausschuss engagiert und habe für die Akteneinsicht gestritten. Also das war das Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung, dass wir die Stasi-Akten öffnen konnten. Es war ein harter Kampf, weil erst alle dagegen waren. Aber uns ging es darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Jürgen Fuchs hat nämlich mal gesagt, Vergangenheitsaufarbeitung ist nötig, weil sie Diktaturprävention ist. Und das Gleiche haben wir ja heute. Wir müssen die Corona-Diktatur aufarbeiten und wir müssen alles, was dort an Grundrechtseinschränkungen, an Unverletzlichkeit des Körpers, an Druck, an Repression, an Verzweiflung da war, das muss aufgearbeitet werden und darüber müssen wir sprechen. Das ist eine kurze Einleitung. Dankeschön. Und jetzt Peter Feist, bitteschön. Ja, mein Name ist Peter Feist, ich bin auch aus Berlin, DDR, habe in den 80er Jahren an der Humboldt-Universität Philosophie und Geschichte studiert, hatte dann eine illegale Gruppe innerhalb der SED, die für die Reform gekämpft hat und bin seit 2014 Gründungsmitglied des Christian-Wolf-Bildungswerks. Wir machen vor allen Dingen Rhetorikausbildung für alternative Parteien und Verbände, bin seit kurzem auch dort Vorsitzender. Meine 3 Schwerpunkte im Leben sind die materialistische Dialektik als überlegene Denkmethode, die uns hilft, die Wirklichkeit zu verstehen, der Kampf für Freiheit und die angemessene Berücksichtigung der Biologie bei sozialen Prozessen. Okay. Ja, bitte.
Guten Abend, ich bin Tim Krause. Anders als Frau Barbe komme ich nicht aus der DDR-Opposition, sondern aus der BRD-Opposition. Ich bin, glaube ich, der Einzige hier, der gerade in der praktischen Politik tätig ist, im Sinne von einer Partei. Ich bin Mitglied der Alternative für Deutschland. Ich bin im Landesvorstand Brandenburg und stellvertretender Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Potsdam, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße. Und war bis vor kurzem Pressesprecher unserer Fraktion im Landtag Brandenburg, berate einige unserer Fraktionen und Mandatsträger im Bereich strategische Kommunikation und freue mich auf diesen Abend. Ja, Hans-Jörg Müller aus Moskau, bitteschön. Dein Buch Scheindemokratie habe ich ja auch schon ein wenig gelesen, fand das auch sehr interessant. Bitte, du darfst sagen, das dich dazu äußern, die Moskauer Sicht hätten jetzt gerne mal, die Sicht von außen auf Deutschland und den Staat. Ja, die Tonleitung zwischen Ost und West ist ganz gut. Also ich glaube verstanden zu haben, dass auch Angelika Barber und Peter Feist im Saal sitzen. So ist es über die Wortfetzen bei mir angekommen. Vielleicht wissen Sie es noch, Frau Barber, da war ich im Bundestag zur Hoch-Corona-Zeit, da sind wir in irgend so ein schönes Berliner Lokal gegangen und da hatten wir den Herrn Holzapfel dabei, der damals auch bekannt war, weil er sich dort den Strich da auf den Check von Charlie damals gelegt hat. Ja, also ich mich das auch alle herzlich hier aus Moskau grüßen, wenn es um das Thema geht, wie viel Staat braucht der Mensch. Im deutschen Kaiserreich bis 1918 hatten wir eine Steuerbelastung von 6%. In Russland haben wir eine Steuerbelastung von 13%, also ich spreche hier von Einkommensteuern im Endeffekt. Die Einkommensteuer ist 13% für alle. Und in Deutschland haben wir einen Staat, ich habe das auch mal in einem Vortrag, als ich noch im Bundestag war, einige kennen vielleicht, habe ich mal nachgerechnet, dass die echte Steuerbelastung auch in den niedrigen Einkommensklassen in Deutschland bei ca. 2/3 liegt. Das Schlimme ist ja auch noch, was macht der Staat mit unserem Geld? Der Staat veruntreut das Geld zur Vernichtung der eigenen Leistungsträger. Das kann man heutzutage nicht mehr anders beschreiben. Wir werden von der eigenen, nicht nur Regierung, von der gesamten politischen Elite des eigenen Landes werden wir vernichtet. Wie werden wir vernichtet? Man vernichtet unsere Arbeitsanreize, wir werden auch kulturell vernichtet. Wir werden vernichtet in der freien Wahl, wie ich es als Kind kennengelernt habe. Werden wir politisch verfolgt, werden als angebliche Nazis, Rassisten beschimpft. Ich habe, jetzt fange ich einmal an, mit ein bisschen der Reihe rumzugehen. Ich habe einen Vortrag von dem Herrn Lüning erst vor kurzem gesehen, der so ein bisschen in die Historie reingegangen ist, so 1812 und solchen Geschichten. Also wie Deutschland, als Deutschland sehr kleinteilig zersplittert war, hat er gesagt, da gab es viel Konkurrenz, aber vergleichsweise wenig Staat in Anführungsstrichen. Da du ja auch Historiker bist, Peter, kannst du gerne vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Bitte das Mikrofon ein bisschen rüberschieben, dann kann man ihn besser verstehen. Danke. Also ich würde als erstes mal sagen, weil wir im Europawahlkampf sind, etwas Negatives. Der große europäische Philosoph René Descartes hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, Determinatio est negatio, jede Bestimmung ist eine Verneinung. Und die erste Verneinung, die wir uns alle auf die Fahne schreiben müssen, ist diese Europäische Union. Denn diese Europäische Union ist ein Konstrukt gegen die Völker. Und wenn wir sagen, wie viel Staat brauchen wir, dann müssen wir vor allen Dingen sagen, wir brauchen keinen multinationalen oder supranationalen Kommandostaat aus Brüssel. Wir brauchen die Souveränität der Völker in ihren natürlichen Grenzen und in ihrer gewachsenen historischen Besonderheit. Und da ist Deutschland natürlich ein gutes Beispiel. Deutschland hat sehr, sehr lange gebraucht, zum Zentralstaat zu kommen. Es hat nach dem Wiener Kongress immer noch über 200 Staaten und staatsähnliche Gebilde gegeben, die dann erst durch die Reichseinigung von Bismarck in ein deutsches Reich übergegangen sind. Und in diesem deutschen Reich galt noch der Grundsatz, alles was nicht direkt verboten ist, ist erlaubt. Dieser Grundsatz ist dann nach dem Ersten Weltkrieg systematisch und von verschiedenen Regierungen umgewandelt worden in den heutigen Zustand, alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten.
Und diesen Zustand dürfen sich die Bürger nicht länger bieten lassen. Das muss aufhören. Eine freiheitliche Demokratie muss die Dinge regeln, die geregelt werden müssen. Das sind vielleicht 5% unseres Lebens und der Rest muss in Freiheit erfolgen. Also wenn man die Frage stellt, was ist die Lehre aus der deutschen Geschichte, dann ist die wichtigste Lehre kein Obrigkeitsstaat, ja, kein Untertanengeist, keine Verantwortungslosigkeit der Bürger, die ihre Verantwortung an den Staat abtreten, ohne was dafür zurückzubekommen. Volle Volkssouveränität, das Parlament ist für das Volk da, nicht das Volk für das Parlament. Und wir brauchen endlich echte Freiheit, Meinungsfreiheit und wir brauchen dafür einen starken Nationalstaat, der sich gegen die Zumutung der Siegermächte zur Wehr setzen kann.